Ja, herzlich willkommen zurück zu Redcon und wir gehen wieder in unser Super vor. Das ist hier die Warren. Wie kann es sein, dass modernste Technologie des Imperiums den Crux in die Hände fällt? Okay. Er regt sich auf, ist ja sehr besorgniserregend und sieh an, ich bin da und die Crux machen Gegenschlag. Da wollen wir uns drauf vorbereiten und mal gucken, ob wir was optimieren können. Aber, um ehrlich zu sein, ich habe so eine krasse Basis. Wir haben nämlich hier Schilde. Also wie viel Minions haben wir denn eigentlich? Vielleicht könnten wir den nochmal austauschen. Aber dann haben wir einen... Warte mal kurz. Waffen. Guck mal, wie viel verbraucht der? Der verbraucht 8 und 3. 8 und 3 merken wir uns mal. Vielleicht können wir hier noch was optimieren. 8 und 4, dann haben wir eine Energie zu wenig. Das ist... Darf nicht mehr als 3 Energie haben. Ja, machen wir doch mal Raketen hier, ne? 15, wollte ich mich veräppeln. Wie paar Feuerraketen. 14. Dann könnten wir nur die... Eine Upgrade könnten wir hier noch. Python-Raketen. 2 und 10. Wir gucken mal, ich guck mal hier. Na, gehst du weg? Das will er nicht. Das will er auch nicht. Ja, dann war es das auch schon mit meiner Idee. EMP Blaster verbraucht auch auf jeden Fall zu viel Energie. 6. Wir haben nur noch 3 zur Verfügung. Schade. Den dicken hätte ich ja auch ganz gerne genommen. 1 Energie noch. Müsste ich da permanent Minion reinstellen? Da habe ich keine Lust drauf. Können wir den für... Ah, wartet mal. Ich habe eine Idee. Betriebsräume. So. Verbrennungsmotor 3. Den könnten wir noch upgraden. Der Heizer, 4 Energie bringt der. Wir haben den ersten drinnen, der bringt 3 Energie. Ja, guck mal an. Den graden wir jetzt ab und dann könnten wir nämlich... Jetzt haben wir hier nämlich 2. Haha. Dann machen wir doch den dicken hier hin, oder? Ja. Das sieht mir doch viel besser aus. Sehr gut, dann hat das gepasst. Dann hat das gepasst. Dann der Dicke ist mir auch lieber als der Kleine. Und dann gucken wir mal, was für eine Schlacht wir jetzt antreten. Also, die haben schon... Das ist doch nichts hier, was die haben, oder? Täusche ich mich jetzt hier? Ist doch fast schon lächerlich. Ja. Also entweder täuscht mich, die haben keine Abwehrmaßnahme, keine Heilung. Also entweder täusche ich mich jetzt oder ich bin hier mit der Nummer ganz schön schnell durch. Dann werde ich die, pass mal auf, dann werde ich den nämlich noch nach unten bringen. Dann werde ich den auch dahin bringen und den nach oben. Das passt mal auf, dann stelle ich den auf Betäuben. Und dann stelle ich alle mal hier auf. So, jetzt passt mal auf. Wenn ich den auf Feuer, Brand setze, dann, ja, dann laden die langsamer, ne? Bum, bum, bum. Ja, hat er verfehlt. Ja, die ist auch down. Auf den tun wir mal nicht auf Feuer. Der verfehlt nämlich auch richtig schön. Alle 3 sind schon am Leuchten. Warte noch. Oi, oi, oi. Der hat mal eben ganz knallhart unsere Abwehrmaßnahmen jetzt. Und noch ein. Geht mal sofort hier hoch. Heilen. So, jetzt haben wir auch kein Schild mehr. So, ihr Lieben.
Jetzt machen wir mal eins. Der hat da reingeschlagen. Manuelles Feuer. Und zack. Der zündet. Der zündet. Und der zündet. Und ihr habt jetzt auch genug geheilt. Ihr müsst mal das Feuer löschen hier. So, jetzt zeige ich dir nämlich mal, was hier knallt. Wartet mal. Geht mal ruhig hier hoch. Okay. Die schalten mein Schild hier aus. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Dann müsst ihr löschen und die... Also, dass der gerade der EMP getroffen hat, das müssten wir dann nochmal... Der hat hier eh keine Bedeutung. Das müssen wir dann nochmal ändern in nächster Zeit. So. Er ist auch auf... Passt auf. Jetzt machen wir mal eins. Den nämlich. Den hauen wir raus. Nein! So, ja gut. Den hauen wir auch raus. Den hauen wir raus. Und du bleibst mal da. Was soll das denn, dass du hier abhaust? So. Guck mal, die Rakete kommt knallhart durch, ne? So, wenn er wieder durchkommt, haben wir ein Problem. Verbrennt ihr? Ja. Boom. So. Den kann er nämlich schon mal vergessen. Den kann ich hier oben auch vergessen. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Abwehrmaßnahmen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Geh du doch ruhig mal hier runter. Und kümmere dich darum, dass unsere Abwehrmaßnahmen besser sind. Dann machen wir hier einen Kessel Buntes. Na, da hat er zum Glück meine Abwehrmaßnahmen verfehlt. Wenn der Mörser reinschlägt, dann... Ich warte aber. Nee, warte ich nicht. Ich warte nicht. Aber die können jetzt ruhig... Was mache ich denn jetzt am besten? Ich werde die nochmal hier betäuben. Zack. So. Eins und zwei kann laufen. Ich will die Minions runterkriegen. Das ist jetzt... Ja, und der kommt auch noch. Sehr schön. Das war knapp. Hätte ich fast alle gekriegt. Ich kann jetzt... Die sind immer noch betäubt. Wartet mal. Wenn ich hier gehe. Auf den gehe. Dann. Und. Schaffe ich sie runterzukriegen? So, passt auf. Nee, schaffe ich nicht. Dann gehe ich nochmal hier auf den. Dann gehe ich nochmal, dass er schneller hier ist. Jetzt kommt wieder eine Ladung von ihm, aber eine ordentliche. Ach, hat er echt mein Center hier getroffen? Das gibt's doch nicht. Na gut. Den werde ich als nächstes ausschalten. Definitiv sogar. So. Die leuchtet. Jetzt sollten wir eigentlich fast alle Minions kriegen von ihm. Also die beiden zumindest. Ne, wartet mal. Erst den Schuss. Betäubt. Und jetzt. Nicht, dass sie wieder flüchten. Weil der Computer weiß nämlich immer genau, wo ich hinschieße. Mir ist schon öfter aufgefallen. Und? Ja. So. Die Rakete kommt durch. Das ist blöd. Dann heilt euch mal lieber hier. Jetzt hat er nämlich nicht mehr viele Minions. Und was ich jetzt machen werde, ist was anderes gleich. Die Minions sollen erstmal löschen hier. Du tauscht mal mit ihm. Du... Ne, du nicht.
du gehst mal hier hin. Ah, guck mal, meine Abwehrmaßnahmen sind wieder am Start. Das ist sehr gut. So, Wilco, du gehst hier hin, damit du schneller... Ja, ja, betäub die ruhig mal. Ah, passt auf. Jetzt ziehe ich ihm gleich alle Minions weg und dann hat er eh gelitten. Nein! Ach, ich wusste es, ey. Egal, das kriegen wir trotzdem hin. Mal Glück gehabt, dass der verfehlt hat. Dann warten wir eben noch ein länger. Also wichtig ist, dass wir vor... Kommt der eigentlich durch? Upsala. So. Jetzt machen wir... Wo ist er? Pass auf, den schnappen wir uns jetzt. Und zwar mit ihm. Schießen wir erstmal hier einen drauf. Blöde Raketen. Dann bist du schon mal reif für das Feuer der Vergeltung. Da ist er zerbrannt und seine Raketen dürfen nämlich jetzt auch hier schön Feuer werfen. Ah, hat er verfehlt. Ah, schade, der Laser ist weg. Gerade. Dann machen wir nämlich, dann gehen wir jetzt auch gleich hier drauf. Ich hasse den EMP. Ich sollte auch mal mit dem großen EMP arbeiten. Der ist echt bitter. Da kannst du da einen aus dem Gefecht nehmen. Du schießt nicht hier drauf. Du schießt mal... Ja, schießt doch einfach mal hier drauf, ne? Ja, der große Mörser ist halt auch super. So. Ist er fertig schon mal? Jetzt müssen wir ihn. Er probiert das wieder herzustellen hier. Er ist betäubt und dann könnten wir eigentlich den Minion schon mal wieder kriegen. Ich glaube, der verbrutzelt auch so langsam dann. Ja. So. Dann brauchen wir hier nur noch. Dann brauchen wir keinen Betäubungsschuss mehr. Dann kannst du auf ihn gehen. Beziehungsweise du gehst mal hier drauf. Die große schnappen wir uns gleich schon. So, das sollte es jetzt gewesen sein. Und zwar gehen wir hier mit drauf. Dann gehen wir dahin drauf. Ach, guck mal, er verfehlt. Ja, der Mörser trifft halt auch nicht immer. Das ist schade, ne? Dann du kannst auch sofort schießen, wenn du magst. Kannst du auch sofort schießen, wenn du magst. Ja, da ist er vom Schild hängen geblieben. Den kriegen wir jetzt auch. Das sollte es dann gewesen sein. Du schießt da unten hin. Das war's für ihn. Ich glaube, er hat nicht mehr viel. Aber was heißt, er hat nicht mehr viel? Er hat gar nichts mehr. Da brauchen wir uns auch jetzt nicht anstellen. Zack. Ah, komm. Den, ne? Der ist platt. Und mit euch gehe ich hier vorne drauf. So, da hinten haben wir ja noch einen. Dann gehe ich mit ihm hier drauf. Da drauf. Und dann da drauf. Und du vielleicht auch noch. Ja. Da kommt es schon. Da wird er runtergefräst. Ach, liebe Laser. Hier und in Forts. Sie mögen die Schlacht gewonnen haben, doch sie verlieren den Krieg. Ja, das glaube ich noch nicht. Und es ist ihnen noch nicht einmal bewusst. Haben wir Upgrades gekriegt? Nein, nicht. Schlechte Nachrichten, Kommandant. In der ganzen Stadt
Xerxes protestieren Menschenmassen, es sind Schüsse gefallen. Okay. So, er ist in ein unterirdisches Schienennetz gegangen und. Und das machen wir dann auch in der nächsten Runde, dass wir die Krux dann kaputt machen. Ja. Jetzt machen wir den einen Angriff der Krux. Und das machen wir genau in der nächsten Runde. Also bis dahin, bis zur nächsten Runde.